Herzlich willkommen zum D-Commerce Interview Vlog und Podcast. Heute zu Gast Timo Weltner, Serial Entrepreneur, Agenturchef, Lebemann von Welt, würde ich einfach mal sagen. Der auch Mitautor gewesen ist in dem Buch Digitale Revolution mit dem Thema radikal den Kunden digital glücklich machen jetzt. Hallo Timo, herzlich willkommen. Servus, hi. Hi, jetzt erzähl doch. Finde ich toll. Bitte? Lebemann finde ich toll. Ja, passt doch eigentlich. Radikal den Kunden digital glücklich machen und zwar jetzt. Was verstehen wir denn darunter? Kannst du uns mal so ein bisschen abholen? Naja, im Grunde genommen, also ich mache jetzt seit 19 Jahren Projekte unterschiedlicher Couleur für Mittelstand viel. Und mit diesem Radikal und jetzt ist eigentlich primär verbunden, im Ergebnis die Konsequenz, etwas schnell zu machen und nicht immer perfekt und vollständig, sondern vor allem es jetzt und direkt umzusetzen. Mhm. Gibt ja unzählige Beispiele da draußen, die jeder, glaube ich, auch ein Stück weit kennt, wo man dann irgendwie merkt, dass was losgetreten wurde, aber unterwegs ist die Idee verloren gegangen, man hat es dann doch nicht zu Ende gedacht, man hat vielleicht am Anfang eine Idee gehabt, die man hätte unterwegs besser anpassen müssen, um einfach diesen radikal digitalen Ansatz letztendlich zu fahren. Und mit radikal digital, das vielleicht noch als letztes, meine ich vor allem aus Sicht des Kunden die Digitalität nach vorne zu stellen, weil ich glaube, dass man mit Digitalisierung einfach eine ganz andere Convenience erzeugen kann, als man das vielleicht ohne Digitalisierung könnte. Hast du mal ein Beispiel dafür? Also Schlagwörter hören sich ja immer so ein bisschen so an, so, naja, das musst du Digitalisierung machen, hat auch jeder schon mal gehört, aber was heißt denn das und was heißt denn auch diese Radikalität am Ende des Tages? Also ich ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe letztens an einen, also das hat jetzt mit Mittelstand vielleicht weniger zu tun, aber ich habe letztens an einen unserer Partner aus der Agenturwelt ein Lead melden wollen. Mhm. Und dann wurde mir von diesem Partner ein PDF zurückgeschickt, dass ich doch diesen Lead bitte melden soll, das Ding ausdrucken soll und wieder zurückschicken soll. Und ich dachte mir so, Freunde, ihr seid digital, wir sind digital und das ist euer Lead-Meldeprozess zur Hölle, was machen wir? Und da bin ich ja quasi als Partner der Kunde, wenn man so will. Und das ist jetzt eine ganz einfache Sache, die ließe sich ja durch ein Google Forms oder was weiß ich was für ein irgendein Tool wirklich mega easy digitalisieren. Mhm. Und ganz häufig, und das stellen wir halt bei gerade auch bei den tradierteren Unternehmen häufig fest, macht man sich die Welt einfach zu komplex. Man kann mit ganz vielen Tools wahnsinnig viel digitalisieren. Google Forms, selbe Modelle gibt's in Salesforce und was weiß ich was für Tools alles integriert, um irgendwelche Formulare zu bauen, um irgendeinen Prozess abzubilden, um jemanden einfach nur einen Link zuzuschicken. Um mal vielleicht ein anderes Beispiel zu nehmen, Calendly als Kalendertool ersetzt quasi jede Assistenz, die in irgendeiner Form für den Vorstand meint, einen wichtigen Termin vereinbaren zu müssen. Das sind ganz banale Dinge. Mhm. Natürlich machen wir jetzt in der Commerce-Welt ganz andere Sachen, die dann auch im Zweifel nicht innerhalb von 2 Tagen einführbar sind. Aber das meine ich halt mit diesem Thema. Warum glaubst du denn, dass viele Firmen, obwohl das, wenn du mit jemandem drüber sprichst, ist ja jedem klar, dass das ein Problem darstellt oder dass, naja, wir wissen, das ist doof, aber warum macht man es nicht? Also ich will mich beziehen auf dieses Jetzt. Es liegt ja eigentlich gerade in der Luft. Also wer heute nicht an Digitalisierung denkt, das ist schon komisch. Ne? Wir hatten letzte Woche Stufenelternabend zu vorstellen, da sollte jeder vertreten sein. Ne? Kannst du dir Stufe 100 Kinder, 100 verschiedene Eltern, 10 haben es nicht geschafft, online zu gehen und 5 haben es geschafft, regelmäßig die PowerPoint zu verlieren, die der Stufenkoordinator gezeigt hat. Aber alle anderen, und das ist das Gute, also immerhin noch über 80 haben es geschafft, tatsächlich der digitalen Stufenkonferenz zu folgen. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal behaupten, das ist ein guter Durchschnitt. Ja, das ist aus allen Schichten und Digitalisierungsebenen waren die Leute dabei. Und trotzdem bieten viele Geschäfte einfach da nichts an. Also der Kunde war vor ein paar Jahren, vor 2, 3 Jahren noch gar nicht bereit, alles digital mitzugehen. Aber das hat sich doch jetzt gewandelt, oder? Also was wir häufig oder was ich häufig sehe, ist einfach, dass es oft das Wissen gar nicht gibt, was es da für Tools mittlerweile gibt. Also ich hatte gerade Calendly als Beispiel genannt, ne? Wer es nicht weiß, dieses Kalendereintragssystem bei ich glaube in der Office 365 Welt gibt es das sogar schon integriert in Office 365.
also die Hälfte der Menschen, denen ich diesen Link von mir zuschicke, die schreiben mir zurück, geiler Scheiß, was ist denn das? Also andersrum ausgedrückt, es gibt ganz häufig einfach, oder Google Forms ist ein Tool, wo, glaube ich, 90% der Menschen nicht kennen, die aber in Positionen sitzen, was man damit machen kann. Es mag sein, dass es den einen oder anderen Konzern gibt, der nicht Google will, dann wird es aber Alternativen dazu geben. Mhm. Das sind Sachen, da mangelt es einfach an dem Wissen und vielleicht auch an der, also frag Freund Google, es gibt quasi für nichts da draußen keine Lösung, ehrlicherweise. Man muss nur ein bisschen mal danach googeln. Vielleicht ein anderes Beispiel, letztens mit einem größeren Werkstatt, Autowerkstattkonzept gesprochen, die im Grunde genommen eine Lösung dafür gesucht haben, die sie dann custom entwickeln wollten, wie man die Vertriebler für die Werkstätten, die dann vor Ort zu den Werkstätten fahren, denen erklären, was sie für ein cooles Konzept haben und so weiter, wie kann man das digitalisieren? Hm. Ich habe noch während dem Call mit diesem potenziellen Kunden, der jetzt nicht mein Kunde ist, in Google recherchiert Außendienstler-Apps. Gibt's 20, die in irgendeiner Form mit 2, 3 Kniffen das abbilden können, was ich da brauche. Mhm. Aber alleine diesen Schritt, also er hat quasi dieses Telefonat zwischen einem Marketing- oder Vertriebsverantwortlichen und mir gebraucht. Würde es jetzt nicht als wahnsinnig intelligent betrachten, in Google einzugeben, Außendienstler-App. Ja. Es wäre vermessen, dafür Geld zu verlangen. Also das ist zumindest auch meine Erfahrung. Genau, also ist auch zumindest meine Erfahrung, dass Menschen einfach völlig überrascht sind, was heute geht. Und aber für mich umso überraschender, dass Menschen da nicht auf die Suche gehen. Also Google ist ja, das was du gerade gesagt hast, das wäre ja eigentlich der nächste Schritt, nach Google zu gehen oder jemanden zu kennen, der zumindest schon mal 3 Schritte weiter zu sein scheint und ihn zu fragen, wie machst du das denn? Das würde einen doch sehr schnell weiterbringen. Dann lass uns mal über das Radikale sprechen. Was verstehst du denn da drunter, wenn du sagst, du willst das eine radikale Digitalisierungsveränderung haben? Mit radikal meine ich vor allem, also ich habe letztens, weiß gar nicht mehr in welchem Kontext, einen Spruch gelesen, ein blöder oder in dem Fall etwas flapsiger formuliert, ein Scheißprozess digitalisiert ist immer noch ein Scheißprozess. Mhm. Und da ist ja was Wahres dran und mit radikal meine ich halt, einfach auch nochmal zu hinterfragen. Durch Digitalisierung kannst du Sachen signifikant verändern. Mhm. Und dann nicht einfach nur den Prozess jetzt irgendwie abzubilden, dass er jetzt halt mit einem Computer bedienbar ist, im Browser wegen mir, sondern nochmal zu hinterfragen, ist der Prozess richtig? Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben mal eine Software gebaut, da ging es um das Thema, da hatten wir Vorlieferanten. Und die haben Aufträge von uns bekommen und haben dann dem Kunden, also für den wir die Software gebaut haben, eine Rechnung geschrieben. Die hatten eigentlich Rahmenverträge, was sie da in Rechnung stellen dürfen. Mhm. Derjenige, der den Auftrag an diesen Sublieferanten gegeben hat, hat auch gewusst, was er dafür in Rechnung gestellt bekommen hat. Das Problem war aber, die haben dann Rechnung gestellt, wo das nicht drauf stand. Und das zu matchen, das gab ein riesen, was haben wir gemacht durch die Digitalisierung? Die haben keine Rechnung mehr gestellt, sondern die haben plötzlich Gutschriften bekommen. Und dadurch wurde der ganze Prozess umgedreht und dann wurde nicht einfach nur ein Prozess digitalisiert, sondern der wurde umgedreht, weil das durch die Digitalisierung möglich war. Und plötzlich ist wahnsinnig viel Effizienz entstanden. Es gab nicht mehr diesen ganzen Buchhaltungs-Hack-Mack und so weiter. Und das meine ich so ein bisschen mit dem Radikal, dass man halt auch nochmal dann weiterdenkt, was kann ich denn da eigentlich jetzt anders machen? Und dadurch vielleicht auch noch effizienter oder besser oder vielleicht in der Convenience für den Kunden oder den Partner, den Lieferanten besser, für die Buchhaltung besser, was weiß ich, gibt's ja diverse Empfänger. Wenn du das jetzt so siehst, wir sind ja durchaus auch gemeinsam in Projekten unterwegs und das, was ich halt stark miterlebe, ist, dass heute E-Commerce ja nicht mehr die einzige Antwort ist, sondern ein Teil einer Gesamtantwort. Ne? Dass du sagen musst, das ist ein Teil eines Prozesses, eines Sales Channel, das ist Pflicht eigentlich für jeden, in welcher Ausbaustufe auch immer, da kommen wir gleich nochmal zu dem Thema Marktplätze, aber trotzdem ist es ja so, dass wir auch jetzt schon, ne, bei der Netformic hingehen und weiter Prozesse optimieren. Also jetzt nicht nur den E-Commerce-Prozess, weil um E-Commerce sinnvoll machen zu können, musst du eventuell auch noch andere Dinge sozusagen im Unternehmen verändern. Ist das genauso? Ist das also so, dass die Zeit des, naja, das ist die E-Commerce-Agentur, die macht mir den Shop, ist die vorbei schon oder kommt das noch? Also eine Agentur, die nur einen Shop macht. Ja. Jetzt mal, also das Frontend, das Face to the Customer, sage ich mal, das glaube ich, dass es in dem komplexeren, im Mittelstandsumfeld auf Sicht nicht mehr existiert. Deswegen machen wir mittlerweile keine Shops mehr. Wir machen Plattformen, wir machen Backend-Prozesse.
Marktplatzintegration, wo quasi ganz andere Vorprozesse notwendig sind. Dieses ganz klassische, ich mache nur einen Shop. Wenn man ehrlich ist, schaut euch die Shopify Unite an. Das kann, also das reine Face to the Customer kann ich mittlerweile mit einem Shopify einfach machen. Dazu brauche ich dann auch kein Spryker, kein Shopware oder ähnliche Sachen. Mhm. Da sind wir, glaube ich, das ist fast schon der Zwang für mich als Dienstleister, mich tiefer nach hinten rein zu verzahnen oder, was wir zum Teil auch machen, eben stärker in die Kundenakquise dann reinzugehen, also sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich das Mehrwertversprechen von mir als Shop-Betreiber, wenn man so will, in Richtung meines Kunden. Aber die reine Shop-Lösung, wie sie vielleicht vor 5 Jahren einfach noch das Brot- und Buttergeschäft diverser Agenturen war, wird es, glaube ich, auf sich da nicht mehr geben können. Ja, so, weil die Tools weiter sind, weil es die Lösungen weiter sind. Und damit gehen wir tiefer hinten rein, ob das dann Produktdatensysteme sind, also PIM, ob das irgendwelche Middleware-Lösungen sind, Datenaggregationsthemen sind, ob das, keine Ahnung, wir haben vor 15 Jahren bei Fahrrad.de damals Werkstattprozesse gelöst, wie quasi das Fahrrad montiert wurde, dass es verschickt werden konnte am selben Tag. Das haben wir hinten dran, wenn man so will, eine Werkstattsoftware gebaut. Das ist, glaube ich, die Pflicht in Zukunft. Du hast gerade das Thema Plattform schon mal angesprochen. Lass uns da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Also weg vom Shop ist ja auch die Frage, kann ein Shop als solcher, hat er noch die Bedeutung für jeden, wie er sie vor 5 oder vor 10 Jahren hatte? Und warum denken heute viel mehr über Plattformen, Marktplätze, über den sozusagen, vor allen Dingen auch über den in Form der Plattform darüber nach, wer und den Kunden am Ende des Tages. Kannst du da mal so ein bisschen mal erzählen, wie deine Sicht der Dinge ist, wie sich das gerade verändert oder schon verändert hat? Also über das Kunden-Own, ne? Also ja, kann ich mit einem Shop heute, stehe ich in Konkurrenz zu einem Marktplatz, also zu Amazon, auf jeden Fall fast immer. Also ich würde mal eine etwas ketzerische These aufstellen. Ich glaube, es gibt zwischen der Herstellung des Produktes und dem Kunden an der anderen Seite perspektivisch noch 2 Player, die in irgendeiner Form für die Wertschöpfung am Kunden verantwortlich sind. Das ist einmal derjenige, der die tatsächliche Transaktion macht. Das ist im Regelfall in Zukunft das, was wir Marktplatz nennen. Muss nicht immer Amazon sein. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, Nischen, Spezialbranchen, Marktplätze zu bauen. Und es gibt einen Service-Dienstleister. Das ist der Spediteur. Das kann jemand sein, der einen Fernseher montiert, der die Waschmaschine abholt oder montiert. Das kann jemand sein, der einen Schuh veredelt oder eine Brille anpasst oder ich weiß es nicht. Und das sind die beiden. Und der aus meiner Sicht der Fehler, der aus heutiger Sicht an vielen Stellen ist, dass Händler meinen, auf Amazon zu verkaufen, aber de facto ist der Händler dort einfach ein Service-Dienstleister. Er ist Logistikdienstleister, er ist Retourendienstleister, Implementierungsdienstleister. Und dann muss er dafür auch entsprechend bezahlt werden. Das bedeutet in Zukunft, er sollte aus meiner Sicht auch nicht mit Handelsmarge bezahlt werden, sondern mit irgendeiner Service-Fee, die halt in irgendeiner Form der Berechnungsgrundlage hat. Und jetzt kann ich mir als jemand, als Firma die Frage stellen, in welcher dieser 3 Disziplinen bin ich gut? Und das kann ich machen. Ich kann Produkte herstellen, Marken erfinden und so weiter. Ich kann Service machen und ich kann verkaufen. Und es gibt große Firmen, die können im Zweifel alles 3. Das ist vollkommen in Ordnung, aber man sollte nicht meinen, nebenher alles 3 machen zu können, weil jedes für sich ein hochkomplexes Geschäftsmodell meiner Meinung nach ist. Und dann beantwortet es, glaube ich, auch so ein bisschen die Frage, der klassische kleine Shop, das kann man sich ja nur in China anschauen, wo quasi diese kleinen Shops alle in irgendwelchen Marktplätzen eigentlich mit integriert sind, wenn man so will. Das typische Taobao oder sowas. Genau, so, das wird es ja nicht, das glaube ich, hast du vielleicht noch als Fenster nach draußen, das mag vielleicht in irgendeiner Berliner Hipster-Boutique für irgendeine spezielle Fashion-Zielgruppe funktionieren, aber jetzt in der Breite ein Elektronikhändler, der einen eigenen Marktplatz, einen eigenen Shop hat, wird keine Chance haben gegen eine Elektronik-Marktplatz- oder Plattformlösung, weil die einfach ein viel breiteres Sortiment haben. Ich würde dir dazu müssen einen Punkt widersprechen, und zwar in dem, dass das jetzt gerade so ein bisschen, man könnte das abfällig verstehen, ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast, aber die Hipsterbude in Berlin, ich bin der Überzeugung, dass halt auch das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger wird und das auch im Elektronikmarkt, dass natürlich für das iPhone ist das klar, ne? Oder für diese Massenware, Fernseher und so weiter, das wirst du nicht mehr alleine irgendwie auch stemmen können. Aber wenn du jetzt im Elektronikbereich in die Spezialsachen hineingehst, wie zum Beispiel
mal zwei Extreme wie, ich bin Schallplattenhändler oder Lautsprecherhändler. Wir haben ja zum Beispiel auch einen Lautsprecherhändler als, als Kunden. Dann hast du eine Nische, die trotzdem groß ist, wo du trotzdem auch im zweistelligen Millionenbereich unterwegs sein kannst. Und mit der du, glaube ich, auch außerhalb eines Marktplatzes, weil du nischig genug bist, ja, einen Markt finden kannst. Und ich glaube, dass es davon immer mehr geben wird, die noch nicht wissen, wo sie hin sollen, weil sie zumindest auf eBay und Amazon nicht, ja, nicht zu Hause sein können. Das ist ja die, was du jetzt ansprichst, sind diese Direct-to-Consumer-Pfade, nenne ich es mal. Weil de facto reden wir dann, da ist der Kern-USP der Firma, ist meiner Meinung nach dann das Produkt, die Herstellung. Ist eine hohe Kompetenz. Aber es ist eben nicht der Fachhändler. Also allein dieser Begriff des Fachhändlers, also ist nicht mein Kunde, deswegen kann ich sagen, aber lauf doch mal in den Mediamarkt rein und frag denjenigen über ein Produkt, der weiß genauso viel wie ich. Das ist kein Fachhandel. Das ist das Schlimme. Ja, oder zwei weniger. Und also diesen Begriff des Fachhandels gibt es ja nur noch ganz, ganz selten in speziellen Nischen. Sprich, um diesen Lautsprecher, Händler, Schrägstrich, Hersteller genau genommen zu meinen, der hat halt einen eigenen USP, der aus dem Produkt herauskommt. Und ich glaube, ja, wenn du ein Produkt selber herstellst, oder zumindest konzipierst, das heißt, wenn du es in China produzieren lässt, darum geht es gar nicht. Owner ein bisschen eher. Product Owner bist, ne, Konzepter bist, dann hast du schon eine Chance, Direct-to-Consumer zu machen. Da bin ich bei dir. Aber das ist der einzige Setup, behaupte ich, weil alles andere ist beliebig. Dann ist der Marktplatz immer besser, ja, weil er immer einen besseren Service in der Logistik, im Customer Care, im Retourenhandling, was weiß ich wo abbildet, im Ersatzteil beschaffen. Vor allen Dingen auch in Reichweite, ne? Da ist der Kunde ja schon da. Das ist ja der Grund, warum gehe ich in eine Shopping Mall. Da bin ich früher in die Shopping Mall gegangen, weil einfach da die Frequenz schon da ist. So. Genau, absolut. Also von dem her Direct-to-Consumer-Brand, ja, gibt ja auch durchaus, und das finde ich das Spannende, das finde ich dann eher nur schade, wenn es starke Direct-to-Consumer-Brands gibt, die sich zum Beispiel Marktplätzen verwehren. Gibt es halt solche und solche. Es gibt ja aber durchaus auch, also Klarstein von Berlin Brands Group ist für mich so ein Beispiel. Das sind da entstehen quasi aufgrund von Amazon-Daten Marken. Und bauen dann einfach extrem gute Produkte, Kühlschränke, Toaster und was weiß ich, was die da alles machen. Ich dachte, dass Klarstein zu dieser Stuttgarter Community rund um Pearl gehört. Nee, Klarstein ist Berlin Brands Group, vormals Charltech, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und das ist halt, da entsteht ja quasi auch eine Direct-to-Consumer-Brand, die sich aber halt Amazon und Co. zunutze machen. Auch das ist ja ein Weg. Von dem her, am Ende vom Tag ist aber die Kompetenz dieser Firmen, geile Produkte zu machen. Aber und dann finden sie den Weg zum Kunden, das meine ich. Und heutige haben wir haben viel mit Händlern zu tun, die halt weder Hersteller noch Marktplatz sind. Und dann bist du halt, deswegen gibt es Händler, die mittlerweile Eigenmarken machen, sehr viele. Früherer Kunde von uns, Fahrrad.de, die halt wahnsinnig viel im Eigenmarkensegment aufgebaut haben und damit aber de facto auch eine starke Wertschöpfung aufgebaut haben. Wir bauen eigene Produkte, eigene Marken. Also über meine Tätigkeit bei Codewise habe ich mitbekommen, dass zum Beispiel eigentlich Firmen, die Direct-to-Consumer machen könnten, das ist dieser Glas-Porzellan-Keramik-Bereich, da haben wir ganz viele Hidden Champions in Deutschland. Also eigentlich sind wir Marktführer weltweit. Es gibt nirgendwo so starke Marken in dem Bereich wie in Deutschland. Ne? Also es sind nicht nur Hidden Champions, es gibt das einfach so, wie wir das in Deutschland haben, nirgendwo anders auf der Welt. Und die haben ihr Problem mit den Marktplätzen, weil sie haben eine gewisse deutsche Wertigkeit dahinter, eine andere Art der Produktion, weil viele auch wirklich noch in Deutschland produzieren, ne? Solinger Messer und so weiter. Und die können sich als Marke nicht so gut positionieren auf einem Marktplatz, weil der Marktplatz sozusagen alle gleich versucht zu machen. Und wenn du jetzt ein teures Messer hast, was 120 Euro kostet, und du hast daneben ein China-Messer, was genauso ein geiles Foto hast, dann ist es sehr schwierig zu erklären, warum ist deins 100 Euro teurer. Das eine kostet 20, das andere 100. Und das kriegst du über die Möglichkeiten, die die meisten dieser Marktplätze bieten, einfach auch gar nicht transportiert. Das ist so ein tatsächlich ein Problem, was die haben, ne? Die Leute sind im Nachgang zwar, sagen sie, okay, hätte ich vielleicht doch mal lieber was anderes gekauft, aber die wissen dann auch gar nicht mehr, weil das Markenbewusstsein ja auch ein anderes geworden ist wie früher, würden die jetzt spontan 5 Solinger Messermanufakturen einfallen? Nee. Genau, siehst du, das ist so, und die gibt's, und die sind, wenn ich sie dir nennen würde, würdest du sie auch alle wiedererkennen, aber man hat sie nicht mehr so präsent wie früher, und das ist ein Problem für die, für Direct-to-Consumer, auf einem Marktplatz sich dementsprechend so zu platzieren.
Oder siehst du das anders? Ja, das, und also du gerade gesagt hast, aber, du verstehst den Grund nicht, warum gehe ich da nicht drauf auf diese Plattform? Ich hatte gerade, während du gesprochen hast, so 2-3 Ansätze. Nehmen wir das einfache Beispiel Apple. Ist ja, wenn man so will, eine Direct-to-Consumer-Brand. Ja. Und die haben halt ein geiles Produkt und haben eine Bekanntheit. Und dann ist die Frage auch nicht, ob ich deswegen das 300-Euro Android-Handy kaufe, weil ich will dieses iPhone am Ende vom Tag. Das ist so die eine Ebene. Sprich, dann, wo ich mir die ich sehen würde. Die zweite, und die ist dann eigentlich fast die, jetzt ist der Vergleich mit Apple für viele Mittelständler immer ein bisschen schwierig. Das leuchtet mir auch ein. Nehmen wir dieses Klarstein-Beispiel wieder. Die haben es doch geschafft. Klarstein ist nicht günstig. Klarstein ist, ich würde so aus der eigenen, also ich habe Produkte von denen, ich würde die irgendwo im Mittelpreissegment betrachten, sage ich mal, aber ohne das jetzt studiert zu haben. Die haben es ja geschafft, nur in den Marktplätzen eine Marke aufzubauen. Also andersrum, es scheint ja wohl doch möglich zu sein, seine Marke zu positionieren. Es ist dann ein einfach, also so vom Ansatz her. Die gibt's ja auch schon echt lange. Ne? Also ich, wie gesagt, ich kannte Klarstein halt auch von diesem Pearl-Markt. Ja, genau. Die sind bestimmt 8, 9, 10 Jahre, weiß ich nicht genau so, oder? So, deine Solinger Messerhersteller, die gibt's wahrscheinlich seit 100 Jahren und länger. Oder länger, genau. Also worauf ich nur hinaus will, ist, also es gibt ja wohl Beispiele, die es hinkriegen, eine Marke, die noch gar nicht existiert hat, nur im Marktplatz aufzubauen. Also insofern ist die Aussage vielleicht auch ein bisschen einfach. Und was ich durchaus auch glaube, und das ist wiederum, was auch zu diesem Thema radikal digital jetzt passt, ja, es gibt, ob das jetzt auf die Messerhersteller zutrifft, kann ich nicht beurteilen, es gibt ganz viele Preisasymmetrien, die nur auf Basis von Unwissenheit entstehen. Und jetzt könnte natürlich eine These von so einem Messer sein, na okay, klar kann ich ein Messer für 200 € verkaufen, aber vielleicht ist dieses extreme Preisgap einfach das gar nicht wert. Einem iPhone ist es das wohl uns allen wert anscheinend, da einfach ein Upside von irgendwas zwischen 50% und 100% zu einem vergleichbaren Nicht-Apple-Produkt zu kaufen, weil das Produkt wohl besser ist aus Sicht der potenziellen Konsumenten. Also ich halte es, dann muss man, das meinte ich auch vorher mit diesem, dann ist der blöde Prozess halt immer noch ein digitalisierter blöder Prozess, dann muss ich halt nochmal die Wertschöpfung, weil das verstehe ich schon auch hinter digitaler Transformation, sie macht vor allem nicht vorhandene Wertschöpfung transparent an vielen Stellen und hebt Informationsasymmetrien auf. Und wenn ich die aufgelöst habe und dann plötzlich jemand feststellt, na gut, ich habe da vielleicht einfach in der Vergangenheit Glück gehabt, weil die Leute einfach bereit sind, aus irgendeinem Grund für so ein Messer 200 € zu bezahlen. Jetzt gab es halt den Chinesen, der es anders macht. Da bin ich ja total bei dir. Ne? Es gibt viele, ganz, ganz viele Produkte, die sind ja markengetrieben, sind, weil diese Marke irgendwann mal toll war, sind sie heute noch wahnsinnig teuer und da steckt aber einfach kein Wert hinter. Das gibt's. Und da gibt es auch, glaube ich, nicht wenig, sondern das gibt's halt extrem. Mannigfältig. Ne? Mannigfältig. Aber es gibt aber auch, deswegen hatte ich vorhin den Punkt angeführt, der Nachhaltigkeit, dass solche Unternehmen wie Manufaktum, ich weiß nicht, ob du die kennst, da geht es darum, dass wirklich es werthaltige Produkte sind. Aber die Frage ist halt, ist es dir das auch wert? Ne? Also die sind qualitativ und von der Wertschöpfung und Nachhaltigkeit wesentlich besser wie all die anderen, werden aber meistens in Deutschland von Hand gefertigt und so weiter und sind deswegen einfach ultra teuer. Und das ist auch nachhaltig teuer. Ich habe ein paar Sachen von denen, das Zeug ist schon gut, aber man muss es auch wollen. Ne? Und ich will das garantiert nicht für jeden Lebensbereich Dinge kaufen, die ich mein Leben lang habe. Ne? Also es ist ja auch so eine Frage, wie entwickelt sich der Konsum weiter? Du hast das Thema Nachhaltigkeit ja zumindest auch in der Netformic ausgerufen. Also ich bin voll für Nachhaltigkeit. Ja. Ich glaube nur, dass das Wort auch sehr überstrapaziert wird an diversen Stellen. Mhm. Und nur weil etwas in Deutschland produziert wird, ist es deswegen nicht automatisch nachhaltig. Okay. Oder andersrum, es kann auch unnachhaltig sein, einen abartig hohen Preis für etwas zu verlangen, weil es Menschen Geld aus der Tasche zieht, die sie vielleicht besser in nachhaltigen Ökostrom investieren können. Wunderbar. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Produkte, wo das stimmt. Ich glaube, im Lebensmitteleinzelhandel müssen wir uns nicht länger darüber unterhalten. Es macht wenig Sinn, irgendwas aus der Nordsee, aus dem Meer zu holen, in Marokko zu friemeln, um es dann wieder in Deutschland zu verkaufen. Ja. Ob es jetzt unökologisch ist, ein Produkt irgendwo auf dieser Welt zu fabrizieren, ein Messer, und es dann irgendwo hinzuschippern, da bin ich der Falsche für, um das wirklich zu bewerten, da gibt es Wissenschaftler.
ich finde nur der es wird häufig die Ausrede, das ist auch das, was ich vorher mal mit dem Fachhandel meinte, wir müssen ja den Buy Local Themen und so weiter, wo ich immer sage, was ist denn an Buy Local nachhaltig? Also natürlich kannst du drüber diskutieren, da kann man sich drüber streiten, ob es toll ist, dass ein Schiff aus China Ware hertransportiert, ob es jetzt cleverer ist, dass 10.000 Menschen, ich komme aus Stuttgart, jeden Tag in die Stadt reinfahren mit irgendwelchen Diesel- und Benzinerautos. Ich kenne keine Vollkostenrechnung davon, ne? Aber ich glaube, das ist ja kein, da versuche ich etwas im Überleben zu verlängern, was einfach sich überlebt hat am Ende vom Tag. Und wenn diese, um bei dieser Messermanufaktur zu bleiben, wenn die ein besseres Produkt machen, da bin ich so felsenfest überzeugt davon, wenn sie ein besseres Produkt machen, und zu Produkt gehört im Übrigen auch die Vermarktung, nicht nur das reine Produkt, dann werden sie überleben. Wenn sie aber keine Wertschöpfung haben, die den Kunden glücklich macht, dann ist der Marktplatz nicht das Problem. Dann ist nicht Amazon das Problem und nicht der Wettbewerber auf China. Ich mache ein einfaches Beispiel. Ich habe mal einen Vortrag gehalten bei einer Vereinigung aus dem Independent Automotive Aftermarket. Das erzähle ich häufiger. Da habe ich einen Vortrag gehalten von einer Vereinigung von den jungen Leuten, junge Führungskräfte, alle unter 40. Und zum Verständnis, der Independent Auto, also so ein Scheibenwischer, dass der bei dir im Auto klebt, der hat zwischen einem, also bestenfalls 5, schlechtestenfalls 8-stufiges Vertriebsmodell. Da verdienen Minimum 5 Menschen oder Firmen etwas, die tragen nichts zur Wertschöpfung bei. Und dann habe ich halt meine selbe These wie vorher aufgestellt, und dann hat halt irgendein jüngerer Herr gefragt, na gut, der findet es halt schon eine Frechheit, wie der Chinese mittlerweile die gleiche Qualität erzeugen kann und für 50% unter unserem Preis anbietet. Und dann sage ich halt so, gut, okay, das ist keine Wertschöpfung, die in diesen anderen 50%, er macht das gleich gute Produkt. Dann hast du Pech. Ja. Das ist das Ergebnis von Digitalität und auch von Radikalität. Aber die finde ich gut. Weil es hat ja Corona gezeigt. Es hat Zöpfe abgeschnitten, die wir einfach ständig nur mit Herzdruckmassage versuchen, noch durch staatliche Subventionen am Leben zu halten und was weiß ich was für Dinge. Also. Wir reden jetzt aber mal nicht über Karstadt. Aber lass uns zum Ende kommen. Ich würde gerne für all diejenigen, die zugehört haben oder zugeschaut haben und sagen, okay, ich habe es verstanden jetzt endlich, hoffentlich, oder es war der letzte Tropfen, den ich noch gebraucht habe, um jetzt auch nochmal den Schritt Digitalisierung gehen zu wollen, weiß aber jetzt tatsächlich nicht wie. Würdest du nochmal noch einen anderen Tipp mitgeben können zum Schluss, außer Google mal? Auch wenn das eine schwierige Antwort ist, weil natürlich der Markt da sehr begrenzt ist, aber man muss, glaube ich, mittlerweile, weil die Zeit einfach einem davon rennt, wenn man in-house nicht die Kompetenz hat, muss man sie sich einkaufen und im Zweifel Leute einstellen, die außerhalb in heute zum Teil immer noch vor allem im kleineren Mittelstand vorhandener Lohnstrukturen existieren. Mhm. Und alleine einen so einen Menschen reinzuholen, der das einfach schon mal gemacht hat, und das ist, selbst wenn der 20, 30, 40.000 Euro mehr kostet, als man das erstmal für sich denkt, dass du kaufst dir damit 3 bis 5 Jahre Entwicklungszeit im Zweifel ein, weil der halt diese Sachen, die wir jetzt vorher so, hier Google Forms, dort jenes, dort das, was weiß ich, schon mal gemacht hat. Einfach schon mal gemacht hat. Der fragt halt nicht mehr Google für solche Sachen. Der fragt Google für speziellere Sachen, ne? Und das ist, glaube ich, eine Frage von Geschwindigkeit. Und das würde ich schon als Bereitschaft, solche Leute reinzuholen und sie dann aber auch mit der entsprechenden Macht auszustatten. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, Timo, und gerne. Bis demnächst. Ciao. Dankeschön. Ciao. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Wenn Sie noch mehr Spannendes zu diesem Thema erfahren möchten, bestellen Sie noch heute den Bestseller Digitale Revolution. Bis zum nächsten Mal, euer E-Commerce-Blog.